Am Freitagmittag kam es auf der A5 in Höhe St. Leon-Roth, kurz nach dem Autobahnkreuz Walldorf, zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 58-jähriger Renault-Fahrer, der in Richtung Karlsruhe unterwegs war, wechselte vom mittleren auf den linken Fahrstreifen und kollidierte dabei mit einem 31-jährigen BMW-Fahrer, der auf dem linken Fahrstreifen unterwegs war. Der BMW schleuderte gegen einen Peugeot, der auf der mittleren Spur von einem 18-Jährigen gesteuert wurde und vor dem Renault gefahren war. Der Renault-Fahrer und der Fahrer des Peugeot wurden dabei verletzt. An den Autos entstand erheblicher Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe. Zur Versorgung der Verletzten und Bergung der Fahrzeuge wurden bis ca. 13 Uhr einzelne Fahrstreifen gesperrt. Es kam zum Rückstau von bis zu 6 Kilometer Länge.